Oh my God. What is happening now? Ja, verwende die A-D-Tasten und die linke, rechte Maustaste, bis du den optimalen Punkt gefunden hast, vermute ich mal ganz stark. Ja, das sieht irgendwie nicht so optimal aus. Ja, das ist schon besser. Someday Dad will get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Not until I see it first. You know the rules, Dad. Max, tell him. Whoa, hey. You look totally pale. Are you okay? Yeah. I just... Yeah, I'm fine. Okay, Chloe. Give me the thumbs up or thumbs down. Well... I might just allow this one into the family album. You're the boss. What is this? But not the cook. William is here. Daddy. Yes, and we can't. Chloe is just a kid. And serve us slackers. Am I that far back in time? You mean pancakes? In France, they call them crepes. I'm 18 years old inside my 13-year-old self. If you want to eat. How? We. I volunteer to break the eggs. Do you remember how many Fragen eggs? Über Fragen. Mom said it depends. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal um. So, how many eggs? Don't you dick. Joyce loves William so much. Viel Glück, mein Liebling. Wir sind so stolz auf deine Beförderung. Du bekommst eine Woche lang Two Worlds Waffeln in deinem eigenen Haus. Deine dich liebende Ehegattin. Das ist doch schön. They question the chef. Right, like you're the real cook here. Kann ich ein Foto machen? Now I get to take a picture. Strike a pose. Make me a star. Just make me look young. Okay. Your mom is away. I'll let her know that. Chloe is just so damn happy and carefree. And this is the last time unless I change it. I love William like he was in my own family. I won't let him die today. I won't. Yeah, hello? Okay. Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. Man, I remember Chloe reading this. But not after today. Tween Life. Roller Skater, Fieber, Girl Gamers, Hinterwälder, Schick. Dubstep. Aha. Going to work at the Two Whales. What? I know I've seen those pictures before. Ja, ich glaube auch. Das kann oh, I didn't gut know sein. You had to get groceries. Of course I'll come pick you Chaos. Up. Now what a mess we made. I remember those cool drawings I did with Chloe. I have to stop William from taking his car today. Ladies, I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She doth have Was? Many bags Was of delicious ich? Grub for us to feast you upon. You are ridiculous. You'll be grateful for that someday. Kann ich mit ihm Shit, reden? Where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Wir können gar nicht rausgucken. Keys, please. Ich habe keine Ahnung. I know they never took that big vacation. Ja, das ist jetzt, glaube ich, nicht so interessant. Hier können wir uns gar nichts angucken. Wie soll ich ihn denn jetzt aufhalten? You can't was? My was? Never was? Took fun, goofy photos like this. Was? Can't hide from me forever. Was? Was war denn das jetzt? Aha.
I am when your mom is away. I'll let her know that. Now I get to take a picture. Strike a pose. Make me a star. Just make me look young. Das ist so klasse, der Satz. Das habe ich anscheinend auch zurückgespult. Das wollte ich eher nicht. Aber... Hier, die schnappen wir uns. Score. Hello. Ja. Und was mache ich jetzt damit? Schlüssel verstecken. Breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. Schlüssel What? Verstecken. Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Schlüssel verstecken. Excuse me, ladies. I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She don't have many bags of delicious grub for us to feast on. In der Kekspackung? Sucht man nach seinen Schlüsseln in der Kekspackung? Ich glaube nicht, ne? Also ich würde da nicht suchen. That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Keys, please. Shit, where are those keys? Another dollar for the swear jar! You're bankrupting me! Oh nein! I knew this thing would come in handy. How the hell did my keys end up here? And no Chloe and Max wine tasting session. Dad! Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world-famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us. Und ich dachte, das wäre ein gutes Versteck. Naja, war es ja eigentlich auch. Ich wusste ja nicht, dass er so ein Hyperding hat. I have to. I was put here to use this power to save William. For Chloe. You're bankrupting me. Nein, nein, warte. Nein, nein. Ah! Aber was soll ich denn machen? You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. Ich weiß nicht, was ich machen soll. You mean your college fund? Keys, please. Kann ich ihm das Ding nicht abknöpfen? Nein, ich kann ihn mit ihm überhaupt nicht interagieren. Ich habe keine Ahnung. Shit, where are those keys? Hier komme ich, glaube ich, nicht weiter. Oh, it's all blurry here. Like I can't step out of the photographic bounds. I knew this thing would come in handy. How the hell did my keys end up here? And no Chloe and Max wine tasting session. Dad! Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world-famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us. Yeah, yeah. You'll be grateful for that someday. Crap. I need to hide the keys so William won't hear his dumb beeper. Ja, aber wo? College fund. Schiebetür. Ja! Das müsste klappen. Das sieht gut aus. I know I had those keys right here. I know it. Forgot all about you, little buddy. Release the keys. Of course. Last time I ordered from Spy Guy Electronics. You can take the bus, right? The stop is right down the street. This I can do. Good call, Max. Oh yeah, the bus is great. It comes every 15 minutes and there'll be plenty of room for you and Joyce and groceries and it'll save the environment. You sold me already. I'm off to yonder bus stop. Joyce will love this. Max, you are being so fucking strange. You feel okay? Chloe, I am awesome. We are awesome.
I'm not paying $150 for a concert. I heard that the Vortex Club parties are wild. Dude, the service fee is like 50%. Hello, are you even listening, Maxine? All my friends in LA told me that Oregon was Max. Cold every day. But never, like, Maxine. So that's why she was laughing. I know, sorry, Mad Max. You're not pissed at me, right? Right? Do you want to go hit the girls' potty and smoke a peace pipe? I think Max is high. She's acting like so weird. You cool, Max? Nobody listened when I said we shouldn't let her in the Vortex. Courtney, you don't want anybody in the club. Like, whatever, bitch. Warren, he hooked up with Stella? Oh no, this is totally fucked up. What else have I changed? Chloe. Taking a break after taking Seattle by storm, huh? We thought we'd never see you again after you left for the big city. No. I'd never do that to Chloe. Speaking of, I know she's been dying to see you. Hold on. Chloe! You have a visitor! Ja, und damit sind wir am Ende vom dritten Kapitel und schauen uns jetzt erstmal die Ergebnisse an. Du hast das Geld liegen gelassen, 37%. Ja, das habe ich auch getan. Du hast das Geld gestohlen, 63%. Du hast Chloe nicht geküsst, 18%. Du hast Chloe geküsst, 82%. Ja, okay.
Du hast für Chloe Partei ergriffen, 83%. Du hast für David Partei ergriffen, 17%. Ja, wie gesagt, ich finde, beide sind nicht gerade einfach. Du hast Franks Hund vor Schaden bewahrt, 96%. Deinetwegen wurde Franks Hund verletzt, 4%. Chloe hat Davids Waffe, 71%. Ja, Frank hat Davids Waffe, 29%. Ja, wir werden sehen, was oder ob da überhaupt irgendetwas mit passiert. Am liebsten wäre es mir, wenn Chloe sie einfach David wiedergibt. Ja, schauen wir mal. So. Lisa ist eingegangen. 52%. Ja, Lisa lebt. 48%. Ich hab's mal wieder nicht geschafft. Aber naja, was soll's. Du hast Roran nicht bei seinem Test geholfen. 67%. Wobei sollte ich denn helfen? Du hast Roran bei seinem Test geholfen. 33%. Der war doch gut genug. Das war eine 1-, oder nicht? War das nicht so? Du stehst nicht auf der Gästeliste des Vortex Clubs. 91%. Ja, das ist nicht schlimm. Du stehst auf der Gästeliste des Vortex Clubs. 9%. Du hast keinen Namen von der Gästeliste des Vortex Clubs gelöscht. 78%. Hätte man das machen können? Du hast einige Namen von der Gästeliste gelöscht. 22%. Offensichtlich. Du hast die Nachricht des Polizisten nicht vom Anrufbeantworter gelöscht. 59%. Ja, ich habe ja bei dem Partnern auch gesagt, ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn macht, ehrlich gesagt. Weil das ändert ja nichts an Tatsachen, wenn ich die Nachricht lösche. Du hast die Nachricht des Polizisten vom Anrufbeantworter gelöscht, 41%. Du hast Alyssa geholfen. Ja, natürlich, 67%. Du hast Alyssa nicht geholfen, 33%. Du hast die Obdachlose gewarnt, 38%. Du hast die Obdachlose nicht gewarnt, 62%. Du hast in der Vergangenheit ein Foto geschossen, 48%. Du hast in der Vergangenheit kein Foto geschossen, 52%. Du hast kein Zeichen am Kamin hinterlassen, 78%. Ah, das hätte man auch machen können. Du hast ein Zeichen am Kamin hinterlassen. Ja, es wurde auf einmal so hektisch wegen den Schlüsseln. Also ich nehme mal an, dass man das an der Stelle hätte machen können. Ich weiß es nicht. Gut, und das war's dann auch. Dann würde ich sagen, geht es im nächsten Part mit der 4. Episode weiter. Ich danke fürs Zusehen. Tschüss.